Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Full Face Limited Edition für dich und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe mich da ein bisschen inspirieren lassen, denn ich habe das letztens bei dem lieben Maxim von dem Kanal Maxim Giacomo gesehen. Kann ich dich hier oben mal im i verlinken? Scharfer Typ. Guck bei ihm vorbei, er ist wundervoll. Und ja, genau. Weil es ist einfach so, dass sich ja auch ziemlich viele Limited Editions bei mir ansammeln und ich mag die dann halt auch irgendwann nicht mehr so gern zeigen, wenn man die dann nicht nachkaufen kann oder so. Und da habe ich mir gedacht, dass es doch echt cool wäre, wenn ich da jetzt mal ein komplettes Fullface draus zaubern würde. Ja, ich habe hier eine gute Box gefüllt mit Produkten und habe wirklich aus jeder Kategorie ein Produkt gefunden. Teilweise kann man die noch nachkaufen, teilweise nicht. Ich verlinke dir alle Produkte in der Infobox. Schau gerne mal vorbei. Manche sind Affiliate-Links, das heißt, da verdiene ich auch eine kleine Provision dran. Ja, und es gibt eine Verlosung. Und zwar aus der Glossy Box, die Steve Laurent Wild Think Lidschattenpalette. Das ist diese hier und ja, die hat halt hauptsächlich neutrale Töne drin. Auch das Unboxing von der Glossy Box kann ich dir hier oben mal verlinken. Ja, genau, die gibt es in diesem Video zu gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox. Schau da gerne mal vorbei. Und ich würde sagen, wir starten doch jetzt einfach mal mit dem Schminki. Denn ich möchte mich heute etwas belohnen. Ich habe heute ganz viele Pinsel gewaschen. Und da ist so ein Video dann für mich eine Belohnung am Ende, tatsächlich. Wir starten mit einem Primer. Und zwar von Essence Crystal Dreams Illuminizer. Den kannst du dir in deine Foundation reinmischen, um die Foundation etwas illuminierender zu machen. Es ist kein feuchtigkeitsspendender Primer. Das heißt, ich habe eben auch eine gute Feuchtigkeitscreme aufgegeben auf mein Gesicht und werde den jetzt verwenden. Der kommt halt in einer Tube und sieht richtig aus wie eine Perle, wenn er rauskommt. Der ist flüssig, aber ja, eher dickflüssig. Man sieht es, ne? Wie langsam der auch runterfließt. Und den verteile ich mir einfach mal komplett in meinem Gesicht und bringe es zum Strahlen. Der hat einen leichten Rosenduft mit dabei, was ich echt schön finde. Und er hinterlässt einen schönen Perlmutt-Effekt auf der Haut, was ich total großartig finde. Es gibt ja zum Beispiel auch von Love den Aura Glow Primer, der ein ähnliches Finish macht. Oder von How Cosmetics das Pearl Shine Elixier, was ich auch super klasse finde. Genau, aber das hier war eine Limited Edition und ich glaube vom Winter 2019 müsste das gewesen sein. Aber wenn man trockene Haut hat, so wie ich, auf jeden Fall dran denken, vorher einen feuchtigkeitsspendenden irgendwas drunter zu geben. Sei es eine Creme oder einen anderen Primer, weil ansonsten wird es zu trocken. Die Foundation, die ich hier habe, ist sehr, sehr neu und auch für mich jetzt eine First Impression. Und zwar ist es eine BB Cream von Alterra. Diese hier ist das und die soll sich jedem Hautton anpassen. Das hatten wir doch schon mal ziemlich häufig, dass sich irgendwas der Haut anpassen soll. Hm. Aber gut, wir probieren das Ganze einfach mal aus. Kommt hier in einer relativ dicken Wurst raus und BB Creams, CC Creams und so weiter verteile ich mir tatsächlich am liebsten mit den Fingern erstmal. Und danach gucken wir mal. Also so im ersten Auftrag sieht es nicht passend aus. Das Produkt krümelt leider. Das verträgt sich null mit dem Primer, wie wir hier unschwer erkennen können. Wenn Produkte krümeln, ist es meistens ein Anzeichen dafür, dass man zu viel Produkt verwendet hat. Das heißt, ich versuche erstmal die ganzen Krümel, die hier auf meiner Haut sind, mit den Fingern so wegzuwischen. Krümel sind entfernt. Ich finde, dass es sehr, sehr unruhig und fleckig in meinem Gesicht aussieht. Die BB Cream ist gelb, irgendwie, immer noch. Und sie gibt meiner Haut jetzt nicht wirklich eine Tönung, ne? Also für mich jetzt nicht unbedingt ein Produkt, was ich als cool empfinden würde. Um das jetzt mal ganz dezent auszudrücken, ich denke, dass ich das nochmal ohne diesen Primer verwenden werde, einfach um zu schauen, wie es sich sonst so verhält, weil als ich das geswatcht hatte am Anfang, war das gar nicht so furchtbar. Ich gebe mir jetzt hier mal etwas auf meinen Arm auf, mache meine Hand hier einfach mal sauber an dem Handtuch und verteile das mal und guck mal, ob es wirklich an der BB-Cream jetzt gelegen hat, dass es gekrümelt hat oder an dem Primer, an der Konstellation und wie das halt aussehen würde, wenn ich das einfach so aufgegeben hätte oder so auf meinen Arm. Ja, da krümelt es nämlich nicht. Ich glaube, dass ich, ja, der Primer hat da einfach nicht gut mit funktioniert, ne? Ja gut, das Schwämmchen blendet das halt auch eher weg, ne? Als dass es das einarbeitet. Ja. Lassen wir das Chaos jetzt einfach mal so stehen. Okay, ich kriege das nicht besser hin. Wenigstens krümelt jetzt nichts mehr. Ich habe aber als Concealer ein Produkt, was so ein bisschen auch was ausgleichen könnte. Und zwar von Essence High Beauty Under Eye Brightening Concealer. Den werde ich quasi ja erstmal so auftragen. Ich weiß nicht, ob ich noch einen anderen drüber gebe. Das müssen wir mal gucken. Ich habe nämlich noch einen zweiten.
Das Positive hierbei ist wirklich, dass der auch ziemlich natürlich ist, also von der Deckkraft. Das heißt, dass wir hier jetzt nicht irgendwie, weiß Gott, wie unterschiedliche Geschichten aufs Gesicht projizieren, also nicht so einen ultradeckenden Concealer zusammen mit einer überhaupt nicht deckenden Foundation. Den Concealer mag ich übrigens richtig gerne, den trage ich auch wirklich gerne im Alltag. Einfach mit den Fingern eintapern, fertig und nur ganz, ganz leicht über die Rötung geben, ohne noch irgendwie zusätzlich eine Foundation oder so drauf zu packen. Weil der halt natürlich abdeckt, ausgleicht, aber halt jetzt nicht zu abdeckend ist. Das heißt, es fällt gar nicht so ultra auf, dass man Concealer drauf hat. Und das gefällt mir halt, ne? Der hat eine Pflege auch mit drin und ja, den gebe ich mir dann gerne über die Augencreme. Und das funktioniert wirklich gut. Den zweiten Concealer, den ich habe, ist ein etwas zu dunkler Concealer. Der kommt von Youster aus dem Adventskalender, der No Panda. Das ist dieser hier. Den habe ich schon ein paar Mal verwendet, wie man sieht. Hauptsächlich, um damit eine Cut Crease zu ziehen oder so. Joa, aber der ist halt ein bisschen dunkel. Den gucke ich mal, ne? Den teste ich mal hier unten auf den Rötungen. Blende das aber schnell ein, weil ich will das ja nicht allzu sehr, dass es eine zu krasse Deckkraft hat. Weil das wird sich dann ja zu sehr, dann von der restlichen Haut unterscheiden und dadurch dann ja auch wiederum die Stellen highlighten, die ich ja eigentlich verdeckt haben möchte. Ich gebe mir den auch minimal, also wirklich nur ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen über meinen Concealer, den ich schon drauf habe, in einer ganz dünnen Schicht. Aber ein bisschen mehr Deckkraft kann nicht schaden jetzt gerade. So würde ich die Geschichte jetzt auch erstmal lassen in meinem Gesicht und da jetzt nicht noch irgendwie großartig was ergänzen. Übrigens, das Schwämmchen, was ich auch gerade verwendet habe, ist auch in einer gewissen Art und Weise eine Limited Edition, denn das ist das Lovia und Luisa Creschen Make-up-Schwämmchen, was ich dir auch mal in der Infobox verlinken kann. Das ist halt eine Kooperation und ich glaube nicht, dass es die Ewigkeiten geben wird. Deswegen gehe ich davon aus, dass es einfach limitiert ist. So. Unter meinen Augen werde ich mit dem YouStar Setting Puder aus dem Adventskalender setten. Das ist halt auch ein limitiertes Produkt gewesen. Loose Setting Powder, das ist dieses hier. Kann man so halt auch nicht solo kaufen. Es hat so eine leicht rosane Einfärbung. Deswegen passt es sogar eigentlich zu dem Concealer, den ich gerade drauf habe von Essence. Dann nehme ich mir den Pinsel aus der Caviar Gauche Catrice Limited Edition. Das ist dieser hier. Der ist so ein bisschen abgeschrägt. Und damit sette ich jetzt meine untere Augenpartie. Das Puder ist jetzt nicht so fein wie andere lose Puder, die ich so habe. Es ist aber okay. Das war jetzt auch kein ultra teures Produkt, aber man kann damit auf jeden Fall arbeiten. Den Pinsel finde ich ein bisschen pieksig. Aber es ist ja eigentlich kein Puderpinsel, sondern eigentlich eher ein Blushpinsel von daher. Für den Rest meines Gesichtes verwende ich so einen ganz, ganz großen Pinsel von Catrice. Auch das war eine Limited Edition, aber ich weiß nicht welche. Und da nehme ich mir ein Puder und zwar von Essence High Beauty. Das ist dieses hier, dieses Grüne. Das soll dann auch noch so ein bisschen die Rötung ausgleichen. Und da hoffe ich jetzt, dass es das auch wirklich tut, weil die BB Cream hat ja nicht allzu viel gemacht. Auch wenn ich jetzt mittlerweile finde, dass es eigentlich ganz gut aussieht. Das ist halt ein gepresstes Puder, da gehe ich ordentlich mit dem Pinsel rein. Es ist halt relativ fest gepresst und dann gebe ich mir das einfach übers ganze Gesicht. Tatsächlich gleicht das Puder auch so ein bisschen die Rötung aus, finde ich. Also minimal, aber ein bisschen macht es das, oder? Als nächstes verwende ich einen Bronzer und da habe ich hier von Riva Loves Me den Pastel Breeze Bronzer. Das ist ein riesen Oschi. Und den trage ich mir mit demselben Pinsel wie gerade auf. Passt nämlich super hier ins Wändchen rein. Ich finde, wenn man so große Pinsel und so große Produkte hat, dann verleitet es einen dazu, etwas zu viel Produkt zu verwenden. Naja, auf jeden Fall sehe ich jetzt sehr gebräunt aus. Als Blush habe ich ein etwas hochpreisigeres Produkt. Und zwar habe ich hier von Becker die Chloe und Malika Palette in der Farbe Malika bzw. Made with Love by Malika. Und das ist eigentlich eine komplette Face-Palette mit Blush, Bronzer und Highlighter. Und hier möchte ich gerne diesen Blush hier unten einmal verwenden. Der hat auch einen schönen Schimmer mit drin, ist nicht ganz matt. Auch der Bronzer daraus ist richtig schön, aber halt eher warm. Jetzt habe ich einen etwas kühleren Bronzer drauf. Und den Blush trage ich mir mit dem Pinsel von eben auf und gebe ihn mir dann einfach auf die Wangen. Der Schimmer, der in diesem Blush mit drin ist, ist so gold, aber ganz dezent. Das ist kein Glitzer, das ist wirklich nur so ein Schimmer, der einfach so ein Strahlen verleiht. Und ja, mir gefällt das richtig, richtig gut. Als Highlighter verwende ich aus der Catrice Limited Edition Glow in Bloom diesen Highlighter. Das ist die Farbe C04 Sunflower Blossom. Und wenn ich das richtig gesehen habe, ist der sogar noch auf der Catrice Homepage verfügbar. Dann nehme ich mir von BH Cosmetics aus der Mrs. Bella Pinsel Set Reihe, wie auch immer, den Highlighter Pinsel. Gehe da schön rein.
klopfe ab und trage ihn mir auf. Der ist wunderschön und sehr, sehr intensiv, wenn man nicht aufpasst. Ich lasse ihn auch so in den Blush mit reinfließen, weil der Blush ja auch diesen Goldschimmer mit dabei hat. Und dann ist es so in eins übergeht. Und so glänze ich vor mich hin. Für die Augenbrauen habe ich mir ein Produkt ausgewählt, was in einer Palette mit drin ist. Und zwar von NYX, die Love Contours All Palette. Das ist diese hier. Die hatte ich in der My Little Box mit drin. Das war so eine Special Box von denen. Und hier hast du auch wieder Highlighter und Bronzertöne theoretisch. Aber du hast hier auch zwei Augenbrauenpuder mit drin. Und die werde ich jetzt verwenden. Dafür verwende ich einen Augenbrauenpinsel aus einer Essence Limited Edition Pinsel Edition mit einem Spoolie und einem Augenbrauenpinsel. Der dunkle Ton sah auf den ersten Blick recht dunkel aus, lässt sich aber schön ausblenden. Das sieht natürlich aus. Wir gucken mal. Gucken wir mal, ob wir da dann eine Shape reinbringen. Ich finde, das funktioniert ganz gut. Hätte ich nicht erwartet, finde ich richtig geil. Ja, mit so einem Puder kannst du natürlich jetzt nicht so präzise zeichnen wie mit einem Stift, aber das Ergebnis gefällt mir ganz gut. Der nächste Schritt ist natürlich, die Augenbrauen zu fixieren. Und da habe ich von I Heart Revolution aus der Tasty Fruits Limited Edition, ist es glaube ich gewesen, Tasty Avocado Brow Gel und das ist mit Avocadoöl. Ich habe so ein ganz kleines Bulli-Pinselchen. Damit bringe ich die Augenbrauen jetzt einfach mal ein bisschen in Form. Ja, das ist einfach ein Augenbrauengel, was auch so ein bisschen die Augenbrauen pflegen soll, weil das Avocadoöl enthält. Deswegen, ja, finde ich aber ganz gut und wird auch bei mir häufiger verwendet. Ich habe gerade einen Schrank geschleppt. Das tut mir leid, ich bin gerade etwas außer Puste, denn wir haben was bei eBay Kleinanzeigen verkauft. Das wurde gerade abgeholt, eine Kommode oder verschenkt vielmehr und da habe ich gerade tragen geholfen. Also wenn ich jetzt hier, ja, ein bisschen habe ich, tut mir leid. Es war schwer. Als Lidschattenprimer habe ich ein Produkt wieder aus dem Adventskalender und zwar von Douglas. Long Lasting Eyeshadow Primer. Das ist dieser hier und ja, das ist halt auch ein Adventskalenderprodukt gewesen. Das kommt in so einer Tube, was ich, naja, okay finde, aber finde ich ein bisschen unhandlich. Sehr, sehr fest und kommt in so einer mini kleinen Wurst, mit so einem kleinen Wurm. Das gebe ich mir erstmal zwischen die beiden Mittelfinger. Hat auch eine leichte Färbung mit dabei und das verteile ich dann auf meinen Augenlidern. Der ist von der Konsistenz her wirklich fest. Also das kommt von den Lidschattenprimern, die ich habe, wirklich den cremigen Eyeshadow-Primer, die man so kennt, am nächsten. Also weil das super fest ist und das ist jetzt auch sehr, sehr klebrig von der Basis hier, wenn ich mit dem Finger drüber gehe. Der deckt tatsächlich auch gut ab. Also das ist eigentlich ein richtig guter Lidschattenprimer. Die Palette musste jetzt einfach sein. Es tut mir leid. Love unter Tietje Schmidt. Oh. Ja, The Tea is Hot, das ist diese Lidschattenpalette von vielen, 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 wie ich gehört habe, echt der Favorit. Und ja, damit wollte ich jetzt einen Look schminken, weil die war natürlich extrem limitiert. Da gab es einen Restock und nochmal einen Restock und hast du nicht gesehen und Restbestände wurden verkauft. Und jetzt ist sie, glaube ich, komplett ausverkauft und ja, hat einen großen Spiegel, viele verschiedene Farben und wir machen jetzt mal einen schönen Look damit. Mit einem Pinsel aus einer Essence Limited Edition. Das ist so ein Blendepinsel. Werde ich mir jetzt den Ton Bone erstmal aufgeben. Das ist halt so ein knochenfarbener Ton. Und damit meine Lidschattenbase setten. Als nächstes nehme ich mir The Moody, diesen Ton. Wieder mit diesem Pinsel auf. Und damit werde ich dann einmal meine Lidfalte definieren oder vertiefen. Wie auch immer. Und bin da ganz, ganz vorsichtig, weil das ein relativ gut pigmentierter Ton ist, den ich jetzt ja als Übergangsfarbe verwende, deswegen wenig Produkt, leichte Hand, ordentlich blenden. Aus einer weiteren Essence Limited Edition nehme ich jetzt so einen abgeschrägten Pinsel und nehme mir Scorpio auf und den baue ich mir hier im äußeren V oder im äußeren Drittel meines Auges auf, blende den auch vorsichtig in die Lidfalte. Das sieht jetzt erstmal hier oben etwas fleckig aus, aber das ist nicht schlimm. Ich habe Falten. Da setzt sich das dann ein bisschen ab erstmal, wenn ich daran rumwurschtel. Aus einer weiteren Essence Pinsel Limited Edition, ihr merkt, es gibt so ein Muster, ne? Nehme ich so einen Smudger-Pinsel. Und weil ich ihn wirklich gerne haben möchte, nehme ich mir direkt den Ton Hope auf. Das ist dieses Türkis. Ich mag's. Nehme ich mir schön derbe mit dem Pinsel auf und gebe das hier auf mein Zentrum. Weil ich ein Schlupflid habe und den trotzdem sehen möchte, ziehe ich den auch ein bisschen höher.
Und auch ohne Cut Crease. Und nur mit dem Pinsel kommt dieser Ton so irre schön raus. Ich mag das. Das ist überwältigend, finde ich. Also, dass ein Ton so heftig wirkt. Ja, es ist ganz witzig, denn Türkis steht auch für die Hoffnung, für die Genesung, glaube ich auch. Das ist so eine ganz interessante Geschichte. Und dass der Ton dann halt hier in der Palette auch Hope ist, sehr gut getroffen. Hoffnung ist das, was man immer gut gebrauchen kann. Den Pinsel mache ich ein bisschen in dem Handtuch neben mir sauber und gehe dann in den Ton Mavi oder Maui. Das ist eher ein seidiger Ton und weniger ein schimmernder Ton. Den gebe ich mir in mein äußeres V. Blende den auch ein bisschen in Hope rein. Dann nehme ich mir wieder den Blendepinsel von eben, gehe wieder in Muddy rein. Das ist ja mein Übergangston gewesen. Setze den nochmal hier so ein bisschen außen entlang, um das noch ein bisschen zu vertiefen und von der farbigen Geschichte abzuheben. Den Ton Pamuk nehme ich mir wieder mit diesem Shader auf, trage ihn in meinen Innenwinkel und mein inneres Drittel. Und den Rest vom Pinsel gebe ich mir dann unter die Augenbraue. Ich mag diese Art von Look einfach total gerne. Das wisst ihr ja wahrscheinlich mittlerweile ganz gut. Hehe. Wir dürfen natürlich niemals Hattie's Shade vergessen. Das ist ja ein unfassbar schöner Topperton, der sich hier in dieser Palette befindet. Den muss man sehr vorsichtig behandeln. Den nehme ich auch wirklich ganz vorsichtig mit meinem Ringfinger auf, weil der Ringfinger ist der Finger, der am wenigsten Druck ausübt. Bin vorsichtig reingegangen und damit toppe ich dann nochmal hier den Ton Hope und das nur auf dem Zentrum, also quasi hier. Tupfe ich auch nur vorsichtig drüber und den Rest, den ich hier am Finger habe, nehme ich fürs andere Auge. Der macht nochmal einen richtig unfassbar schönen Glitzer, Glamour, Holo-Effekt auf den Augen, finde ich. An den unteren Wimpernkranz gebe ich mir jetzt auch einfach nochmal die Farbe Scorpio. Nehme ich auch wieder mit diesem Smudger auf. Und das verleiht den Augen einfach nochmal so ein bisschen mehr Dimension, Tiefe und ne, Strahlkraft. Obwohl es braun ist, ja. Fixieren möchte ich das Ganze hier in meinem Gesicht einfach mit dem Catrice Sun Gasm Summer Glow Make-up Setting Mist. Das ist dieses hier. Ich hoffe, dass es nicht allzu glitzerig in meinem Gesicht jetzt wird. Aber ich muss sagen, jetzt mit den anderen Produkten im Gesicht gefällt mir auch meine Base. Also, ja, ne. Nicht mehr so natürlich, nein. Oh, der Sprühstrahl ist doll. Das riecht aber angenehm blumig. Das werde ich jetzt mit meinem Schwämmchen nochmal in mein Gesicht einarbeiten. Ist schon mal so, so weit, so gut. Jetzt verwenden wir einen Eyeliner, einen Augenstift, genau. Und da habe ich hier von Sephora aus dem Adventskalender den Eye Pencil to Go. Ich glaube, das ist auch so ein Adventskalender-Exclusive-Produkt gewesen. Schaut so aus. Einfach ein Stift zum Anspitzen. Ein Spitzmachstift. Spitzmachstift, ja. Ich habe zu solchen Stiften nicht das allerbeste Verhältnis, sagen wir es mal so. Weil ich mag gerne zu solchen Augenlooks einen ordentlichen Wing ziehen oder so. Und das kriegst du damit halt nicht unbedingt hin. Außer ferne sieht es gut aus. Aber von Namen werdet ihr gleich sehen, wenn ich die Mascara auftrage, ist es nicht so der Burner. Als Mascara habe ich hier von L'Oréal Paris mit Karl Lagerfeld. Das war eine Limited Edition, die Mascara. Da habe ich auch noch den Lippenstift zu, aber jetzt nicht in diesem Full Face mit drin. Den habe ich von der lieben Jana im Adventskalender gehabt. Und das hat einfach ein Kunsthaarbürstchen, was erst gerade ist und dann recht spitz nach vorne zusammengeht. Und da möchte ich einmal die Mascara mit euch zusammen auftragen. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Definitiv eine solide Mascara, aber keine Mascara, die mich von den Socken haut, um das mal ganz ehrlich zu sagen. Das hatte ich irgendwie in letzter Zeit häufiger, dass ich sowas hatte, ne? Ja, aber mir gefällt sie. Sie trennt die Wimpern, sie verklumpt nicht, sie macht Schwung, sie macht Länge. Das Einzige, was mir fehlt, ist quasi Fülle. Das wäre zum Beispiel bei der Lash Sensational von Maybelline gegeben. Die macht halt richtig Klumpwimpern, was ich ja eigentlich ganz gut finde. Also sie macht halt richtig ordentlich Produkt auf die einzelnen Wimpern drauf und verdichtet die halt richtig. Also die verdickt das Gefühl, ne? Genau, aber das gefällt mir trotzdem, beschwere ich mich nicht.
Für die Lippen habe ich mir etwas ausgesucht, was jetzt nicht ganz so dezent sein wird, aber gut. Von Douglas aus dem Adventskalender, der Lip Liner in der Farbe Bois de Rose. Den habe ich nämlich so gar nicht mehr auf Douglas wiedergesehen. Das ist halt ein ganz normaler Rosenholzton. Solo getragen ist er relativ dezent und passt auch ganz harmonisch zum Augenlook, aber dezent kann jeder. Wir nehmen uns noch ein bisschen extra Lip Topper und zwar von BH Cosmetics So Extra High Shine Plumping Lip Gloss. Das ist dieser hier aus der Midnight Kollektion. Das ist die Farbe Sequin. Und der hat tatsächlich, ähnlich wie Hattie's Shade, so Holo-Schimmerpartikel mit drin. Ein bisschen bläulich, ein bisschen rosa, ein bisschen lila. Ich finde das total cool und das könnte jetzt sehr gut passen. Der hat halt so ein riesengroßes Füßchen, was sich halt super schön verteilen lässt. Also womit sich das Produkt super schön verteilen lässt und das riecht wie Zuckerwatte. Und das ist er nun, der fertige Look aus den ganzen Limited Edition Produkten. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so harmonisch irgendwie wird. Also mir gefällt das richtig gut und ja, ich fühle mich wohl damit. Ich finde es witzig, wie die einzelnen Produkte sich so zeigen, dass man, ja, dieses Augenbrauengedöns finde ich spannend, weil ich sonst ja eigentlich nicht so der Fan von Augenbrauenpudern bin. So wie sich das aber auftragen lassen hat, werde ich das wahrscheinlich auch mal öfters verwenden wollen. Ja, ansonsten gesichtsmäßig, bis auf meine Kinnpartie, gefällt mir das unfassbar gut. Es sieht alles sehr, sehr sommerlich, frisch und strahlend aus. Auch dieses Fixing Spray hat mir gut gefallen. Deswegen, ne? Für mich eine gelungene Kiste. Und wenn auch dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich habe ja gerade einen Schrank getragen, Leute. Du weißt, ne? Ich sollte die Arme besser nicht heben. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!